So, da melde ich mich mal in einem spontanen Video. Wie es momentan aussieht, wie sich das entwickelt hat, ist wieder viel geistig passiert, aber auch in der Außenwelt diesmal ein bisschen, falls man diese Trennung überhaupt noch machen kann. Als allererstes möchte ich vorwegschieben, dass Zucker wirklich das Allerwichtigste ist. Wenn der Körper was braucht, ist es Zucker, und das ist das Wichtigste, neben oder zugleich mit Mineralstoffen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich brauche nur Zucker oder ich brauche nur Mineralstoffe. Das ist immer eine etwas ganzheitlichere Geschichte, aber einfach nur, um klar zu machen, dass Zucker wirklich sehr wichtig ist. Es hat sehr viele Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, um zu stimulieren, um einfach nicht zu faul zu werden. Ich merke, ich habe ja in einem Video oder vielleicht sogar im letzten Video angekündigt gehabt, dass ich ausprobieren möchte, 4 Tage die Woche nichts zu essen und maximal halt einen halben Liter Fruchtsaft zu trinken oder auch nur Wasser und 3 Tage sich dann halt satt zu essen. Und dazu möchte ich ein bisschen eingehen, was ich da auch für Erfahrungen gemacht habe und ja, was wieder für Erkenntnisse daraus gezogen worden von mir. Jetzt habe ich kurz ein bisschen den Faden verloren, deswegen fange ich noch mal kurz ein Stück vorher an. Genau, die Aufgaben des Zuckers, Stimulation. Ich habe halt gemerkt, dass ich dazu neige, zu faul zu werden, wenn ich den Zucker nicht zuführe. Also ich habe das öfter ausprobiert. Ich kann, wenn ich mich dann trotzdem schaffe aufzuraffen, bin ich im Sport sogar noch leistungsfähiger und noch mehr bei mir und noch klarer im Kopf. Aber es ist halt schwierig, sich dann aufzuraffen. Und der Zucker halt so ein Stoff ist in Form von Obst, der keinerlei Verdauungs-, in Anführungszeichen, Schlacken hinterlässt, also nichts hinterlässt, wo der Körper mit Problemen hat, um das wieder wegzuräumen, im Gegensatz zum Beispiel zu Stärke oder jeglicher Kochnahrung zum Beispiel. Oder auch rohe Stärke, rohes Protein, rohe zu viel Fett und so weiter. Es hinterlässt alles Stoff, die der Körper wegräumen muss und entgiften muss. Bei Zucker in Form von Obst ist das nicht der Fall. Außer bei sehr stark überzüchteten. Wobei das dann auch, es ist eine andere Geschichte, ist jetzt egal. Und deswegen ist das halt eine gute Form der Stimulation. Das ist halt wirklich sinnvoll. Auch wenn mein Ziel langfristig ist, diese Stimulation nicht mehr zu brauchen, aber momentan sehe ich ein, soweit bin ich noch nicht. Daher wollte ich das aber halt trainieren, das halt 4 Tage die Woche trotzdem wegzulassen, die Stimulation, genau das wollte ich ja probieren. Aber habe dann halt gemerkt, dass ich soweit noch nicht bin, dass es halt 4 Tage hintereinander in der Woche funktionieren würde bei mir. Dazu kommt noch die Sache, dass ich leichte finanzielle Probleme bekommen habe, die jetzt zur Hälfte gelöst sind und in den nächsten paar Wochen auch wieder verschwunden sind. Kurz dazu. Ich habe mir in letzter Zeit sehr viel Nahrungsmittel bestellt, weil ich auch, oder gekauft allgemein auch in Supermärkten, weil ich viele Dinge ausprobieren wollte wieder und auch das Meeressen ausprobieren wollte und teilweise halt diese Kochnahrung auch ausprobiert hatte und so weiter. Und weil ich dann halt auch wieder dem nachgegangen bin, was halt so die Umgebung gesagt hat, und weil ich das einfach nochmal für mich, da ist die Umgebung ja nicht dran schuld. Ich habe ja selber für mich entschieden, dass ich das aufgrund dessen nochmal für mich entweder validieren wollte oder halt nicht validiert wird. Und es hat sich halt ergeben, dass das für mich halt wieder auf keinen Fall funktioniert hat. Es war für mich okay und ich sehe auch sowas nicht als schlechte Erfahrung an oder sowas, aber es ist halt nicht meins. Das habe ich dann für mich jetzt, ich habe das bestimmt 10 oder 10 Mal oder sowas ausprobiert und jetzt habe ich es eigentlich endgültig für mich validiert, dass jegliche Abweichung von dem, was mein Herz mir sagt und was meine Erfahrung mir sagt, dass jegliche Abweichung von dem eigentlich nicht dem entspricht, wo ich auch am optimalsten funktioniere und mich am besten fühle. Jetzt mal allgemein ausgedrückt. Und das ist halt ins Geld gegangen und dann habe ich, ja, als ich dann einen Inkassobrief bekommen habe, also ich habe das auch für mich auch teilweise bewusst manifestiert, also gleichzeitig die Geschichte, dass ich die Erfahrung auch mal machen wollte,
wie das dann weitergeht, wenn ich mich halt in so einer Mini-Notsituation befinde, wie ich dann darauf reagiere, ob ich das meistern kann oder nicht. Und deswegen fand ich das auch gar nicht schlimm, und deswegen habe ich mir jetzt auch so ein bisschen manifestiert, auch so die qualitativsten Sachen und so weiter bestellt. Und dann habe ich einfach irgendwo angerufen. Dann haben die gesagt, ja, wir haben ganz, ganz viele Jobs da frei, und dann hatte ich einen Job fertig. So ist das gelaufen. Also kein Problem, muss man sich keine Sorgen drum machen. Könnte sein, dass man irgendwie Schufa-Eintrag kriegt, aber das interessiert mich eh einen Scheiß. Leute, die eine Wohnung haben wollen, die sollte das eventuell interessieren. Ich habe davor, irgendwie auf dem Campingplatz oder so mal umzuziehen. Auf jeden Fall mache ich mir keine Sorgen um sowas. Ja, also ich wurde einmal zurückgerufen, aber ich werde nochmal zurückgerufen, wann ich halt anfangen kann. Die haben momentan viel Stress. Ich trage dann einfach Zeitungen aus, die Rheinische Post, einfach von morgens 4 Uhr bis 5 Uhr, also ungefähr 1 bis 2 Stunden. Ich schätze mal eher 2 am Anfang zumindest, wo ich mich zurechtfinden muss. Jeden Morgen einfach 1 bis 2 Stunden austragen, und das ist für mich auch die perfekteste Zeit, weil da halt noch keiner so auf den Straßen ist. Man hat seine Ruhe, es ist alles schön ruhig, alles nicht so gestresst. Das finde ich sehr optimal. Und dann hat man halt den kompletten ganzen Tag noch frei für sich. Halt so ein Minijob. Und dass ich halt sehr viele Dinge jetzt verkauft habe, beziehungsweise noch am Verkaufen bin jetzt wieder vermehrt. Das bringt dann auch noch das Nötige ein. Aber wie gesagt, weil halt noch dieser finanzielle Faktor hinzukam, habe ich dann auch nie, ja, öfters nicht genug gehabt, um dem zu folgen, was mir mein Gefühl sagt. Wenn mir das Gefühl sagt, ah, jetzt brauchst du doch was mehr, oder jetzt brauchst du doch das, und hatte ich das nicht und musste dann mal zwangsfasten und so weiter. Und das hat dann auch den Stoffwechsel kaputt gemacht, und dann ist das auch wieder schwieriger, da rauszukommen. Also wenn man kontrolliertes Fasten macht, das nicht zu oft macht, das auch mit der Intention macht und dann auch wieder richtig aufbaut und auch weiß, dass es halt eine gewisse Zeit braucht, wieder aufzubauen, ist das okay. Aber wenn das dann immer so zwischendurch mal 2 Tage Fasten sind und dann doch wieder was essen, und dann isst man aber zu viel, weil der Stoffwechsel sich noch nicht angepasst hat, und dann hängt das, obwohl das dann nur eine Wassermelone am Tag ist, hängt das dann den ganzen Tag im Darm, und dann wenn man dann wieder was nachschieben würde, wird das noch schlimmer werden. Also muss man wieder fasten, und das gibt dann totales Chaos. Und deswegen ist es halt auch wichtig, immer genug zu essen da zu haben oder genug finanzielle Mittel da zu haben. Also ich habe meinen Stock habe ich nie aufgestockt, also ich habe eigentlich nie Essen hier. Ich hole mir das immer am selben Tag, wo ich es esse, weil ich faste sowieso. Ich mache halt Intermittent Fasting oder nach Arnold Ehret den kein Frühstücksplan, ist eigentlich genau das Gleiche. Dass man 16 Stunden lang fastet und in einem Zeitfenster von 8 Stunden was isst, das finde ich optimal. Das mache ich auch mindestens täglich so. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Wenn man sehr rein ist, kann man auch mal was frühstücken oder halt einen Saft trinken. Jedenfalls, da ich dann sowieso 16 Stunden lang faste, habe ich hier erstmal dann, weiß nicht, 5, 6 Stunden Zeit und kann dann halt da einkaufen, das, was ich an dem Tag auch essen möchte, damit ich halt auch nicht zu viel esse, damit mir auch nichts weggammelt. Oder ich halt, ja, dann ganz viel kaufe und denke, oh, das ist aber geil, oh, das will ich jetzt auch noch probieren, oh, das auch noch, und dann esse ich halt sau viel, das kostet dann auch wieder Geld und so weiter. Deswegen kaufe ich einfach lieber kontrolliert das. Und ich kaufe sowieso jetzt momentan auch nach Angeboten wieder. Jetzt bei den Temperaturen ist eigentlich jeden Tag fast überall Obst im Angebot, weil das einfach sonst weggammeln würde oder zu schnell nachreifen würde. Und dann kaufe ich halt einfach jeden Tag Angebot, halt so ein Kilo Bio-Äpfel für 1 Euro oder so, und esse die dann vielleicht wie ein paar Tomaten. Ja, so ist das dann, dann komme ich halt mit 2 bis 3 Euro am Tag aus meistens. Und muss man einfach keine Gedanken machen. Ich finde das einfach viel freier so. Und dann muss ich mir auch nicht denken, überlegen, ja, jetzt habe ich das und das alles, was davon würde ich jetzt essen? Und ich gehe einfach einkaufen und guck, was da ist, und hole mir dann auch noch so viel, was ich brauche. Und verbrauche das dann auch an dem Tag. Und so finde ich das eigentlich perfekt. Das ist eigentlich, also noch perfekter wäre natürlich, wenn statt den Supermärkten halt überall diese Bäume stehen würden. Und ich würde mir einfach das nehmen, was ich brauche. Auf jeden Fall ist es natürlich, halt sich immer nur das in dem Moment zu nehmen, was man halt auch braucht, und nichts irgendwie auf Vorrat zu haben. Das ist in den Tropen hat man eigentlich auch nichts auf Vorrat. Man geht einfach in den tropischen Wald und pflückt da halt die Sachen, isst die und fertig. Dann man ist einfach im Moment, muss nicht alles planen und so weiter. Das finde ich, oh, sehr befreiend, muss ich sagen.
dass ich auch nicht Angst haben muss, ja, ich muss jetzt ganz viel aufgestockt haben, weil sonst habe ich irgendwann zu wenig Essen und so weiter. Was ich aber allerdings schon machen werde, weil es gibt halt solche Notfälle wie jetzt diese finanzielle Sache, dass ich mir Bananen einfriere. Also es sollte zumindest Rohkost sein, auch wenn das Einfrieren die Struktur zerstört und ich habe gemerkt, dass ich dann, dass mein Magen 4 Stunden lang rumgrummelt, das heißt 4 Stunden brauche, um das zu verdauen, obwohl Bananen normalerweise nur 1 bis maximal 2 Stunden brauchen, aber das ist ja egal, besonders im Notfall, da muss ich halt nicht irgendwie, ja, noch schlechtere Choices treffen, aber das werde ich auf jeden Fall machen, dass ich mir Bananen einfriere als Backup-Plan, also 2 Kilo oder sowas. Das werde ich machen. Wie gesagt, Intermittent Fasting jeden Tag, 16 Stunden mindestens, und ich werde dann halt mal hier und da halt 24 Stunden Fasten einbauen. Das mache ich dann halt mit Säften, Wasser und oder auch mal nichts, aber nicht länger als 24 Stunden Trockenfasten. Eventuell bis zu 36 Stunden in Ausnahmefällen, aber ich plane halt, wie gesagt, nichts mehr, deswegen erzähle ich jetzt auch nicht weiter, was ich vorhab, weil da habe ich nichts vor, sondern ich erzähle einfach die Situation, wie die momentan ist. Dann ist man auch in diesem Moment. Und momentan ist die Situation so, dass ich halt wirklich 16 Stunden lang faste am Tag und dann entweder eine Mahlzeit habe oder zwei Mahlzeiten und die entweder aus Fruchtsaft besteht oder reifen, süßen Baumfrüchten. Auch mal eine Melone, obwohl ich die gerade wieder ein bisschen am Reduzieren bin, weil die jetzt schon ziemlich erdige Stoffe und so weiter. Wenn ich den ganzen Tag nur Melone esse, weil es das günstigste ist, dann merke ich halt schon, wie das ein bisschen versteift und so weiter. Das kann jetzt aber auch noch daran liegen, dass der Stoffwechsel durchs chaotische Ernähren mit Fasten und so weiter noch niedriger ist jetzt momentan als normal und dass der, wenn der Stoffwechsel höher ist, der Körper damit besser klarkommt. Aber nochmal kurz zum Stoffwechsel. Zu 98% circa ist der Stoffwechsel einfach nur Entgiftung. Man könnte auch sagen Entgiftungssymptom. Also ein Hinweis darauf, dass man halt entgiftet ist, wenn der Stoffwechsel möglichst aktiv ist. Und deswegen ist es einerseits gut, wenn der Stoffwechsel möglichst aktiv ist, um die Gifte schneller rauszubekommen. Andererseits ist es auch gut, wenn der Stoffwechsel nicht so aktiv ist, weil es könnte ein Indiz dafür sein, dass man gar nicht mehr so viel zu entgiften hat. Aber in dieser toxischen Welt ist es sinnvoll, einen gewissen Anteil an Stoffwechsel zu haben. Und ich komme in meiner momentanen Lage noch nicht dazu. Das ist meine geistige Lage, das ist die Lage der toxischen Umwelt, samt Stress, samt Leute, mit denen man zusammen wohnt, samt Autoabgase, samt Stress, den man sich selber macht, samt irgendwelche Sachen, die zum Beispiel Tapete, die Gifte absondern und so weiter. Also in dieser Lage bin ich momentan noch nicht so weit, dass ich halt mir es erlauben könnte, dass mein Stoffwechsel die ganze Zeit sehr niedrig ist, weil halt ständig Gifte nachkommen und ich auch noch etliche Gifte im Körper habe. Da brauche ich halt schon ein gewisses Maß an Stoffwechsel und deswegen ist es da sinnvoll, schon 1 bis 2 Mal am Tag den Zucker zu sich zu nehmen, weil der Zucker hat halt nicht nur die Aufgabe zur Stimulation, da haben wir jetzt wieder den Kreis zum Anfang, sondern ist sehr, sehr stark giftlösend, also nicht direkt reinigend, aber es löst stark die Gifte und dadurch, dass die Gifte dann in den Blutkreislauf kommen, dadurch entsteht dann das, was man Stoffwechsel nennt. Und deswegen erhöht Zucker den Stoffwechsel, weil es einfach die Entgiftung anregt. Und das ist dann halt sinnvoll. Und damit kommt man dann halt besser in dieser toxischen Welt klar. Deswegen die Leute, die am längsten leben, die haben dennoch einen extrem geringen Stoffwechsel, aber die leben dann halt wirklich im Wald und sind fast keinen Giften ausgesetzt und müssen dann vielleicht nur einmal in der Woche was essen und kommen damit halt sehr gut klar. In meiner jetzigen Situation schaffe ich das noch nicht. Es gibt dann noch den Faktor, dass man seine Eigenschwingung erhöhen kann durch Meditation, durch Sport vor allen Dingen. Durch Sport wird das eigene elektromagnetische Feld erhöht. Aber halt auch durch Meditation, Willenskraft, durch Liebe und so weiter kann man natürlich sein Magnetfeld so weit erhöhen, dass man Gifte besser abschirmen kann. Aber wenn man halt einen höheren Stoffwechsel hat, dann funktioniert es auch besser, seine eigene Energie, seine wirklich eigene Energie auch noch umso höher zu erhalten.
Das heißt, es spielt sozusagen miteinander zusammen. Und damit kann man dann halt auch Gifte sozusagen abwehren insgesamt, wie zum Beispiel auch WLAN-Strahlung und so weiter, Handystrahlung, PC-Strahlung auch. Allgemein, deswegen habe ich auch einen Laptop und keinen richtig fetten PC mehr. Das merke ich sofort bei der Strahlung. Und deswegen, das merke ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel, also in starker Meditation oder Sport, merke ich auch immer wieder, wie ich dann halt Regionen erreiche, wo ich auch dauerhaft nichts essen könnte. Aber es ist mir einfach zu chaotisch, weil ich halt immer wieder merke, dass ich dann doch zurückfall, dass ich halt doch noch nicht so weit bin, das dauerhaft durchzuziehen. Das sind einfach noch, man möchte halt dann noch andere Erfahrungen machen oder hat zu viel Respekt noch davor. Und das wird dann einfach zu chaotisch, weil der Wechsel zwischen mehrere Tage Trockenfasten zum Beispiel, also nichts essen, nichts trinken und dann halt doch wieder essen, ist einfach zu groß für den Körper. Der Körper kommt damit nicht schnell genug klar, sich dem immer anzupassen. Und deswegen muss ich jetzt halt, möchte ich jetzt realistischer bleiben und halt noch nicht auf Teufel komm raus versuchen, Lichtnahrung und so weiter, also nichts mehr zu essen und nichts zu trinken. Obwohl, Säfte könnte ich halt noch machen dauerhaft, aber ich bin öfters halt zu faul und dann will ich auch mal die Wildkirschen probieren oder momentan die Erdbeeren, also jetzt im Sommer zumindest. Im Winter kann ich mir vorstellen, dauerhaft nur Säfte zu trinken. Aber deswegen ist es, hat sich halt jetzt momentan einfach ergeben. Also ich, wie gesagt, ich nehme mir nichts vor, sondern es hat sich jetzt ergeben, dass ich dann halt ab und zu 24 Stunden entweder Trockenfaste oder 2 Schlücke Wasser trinke oder einen Saft trinke. Dann am nächsten Tag trinke ich dann auch mal vielleicht nur einen Saft, aber dann am nächsten Tag merke ich halt, aha, mein Stoffwechsel müsste sich jetzt wiederholen. Und deswegen ist das bei, ich sag nur, unserer Ernährung so, also die Ernährung der Rohköstler, die Rohkost als Reinigungsweg gehen. Deswegen ist das, was man halt isst, auch nur ein Reinigungsmittel. Das ist nämlich das Gleiche, was ich mit dem Stoffwechsel halt beschrieben habe. Der Zucker löst die Gifte besser raus und ja, dadurch, ja, das löst auch die Gifte besser raus und dann bleiben die nicht im Körper und dadurch ergibt sich auch, dass man zum Beispiel nach einem Fasten das viel diesen Jojo-Effekt experiencen, erfahren, weil der Stoffwechsel dann so niedrig ist, weil auch die ganze Zeit auf Zucker verzichtet wurde. Und dann alle weiteren Giftstoffe, die man dann halt durch das Essen und durch die Umwelt dann halt wieder reinbekommt, dadurch, also nach dem Fastenbrechen, die speichert der Körper dann halt sofort ein, weil der Stoffwechsel so niedrig ist, dass er die nicht mehr rauskriegt. Und deswegen ist Zucker halt durch das Allerwichtigste, um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, als Reinigungsmittel. Und in meiner Situation ist das halt noch so, wie ich halt gesagt habe, nicht nur meiner inneren Gifte noch, sondern auch durch die Außenwelt und durch mein Mindset. Also es ist wirklich ein relativ komplexes Thema. Habe ich jetzt auch ein Jahr lang täglich studiert, mehrere 10.000 Seiten und so weiter und sehr viel auch Erfahrung gesammelt, obwohl ich noch mehrere Jahre Erfahrung machen möchte. In die Richtung wahrscheinlich. Deswegen ist es in meiner Situation auch noch so, dass ich halt öfters am Tag auch zweimal, also 2 Fruchtmahlzeiten brauche. Zumindest halt einmal einen Saft und einmal eine richtige Fruchtmahlzeit, um sich auch, ja, um sich einfach noch befriedigter und satter zu fühlen. Beziehungsweise um eine gewisse geringe Art von Widerstand im Körper zu erzeugen, weil dieser kleine Widerstand, der halt bei ganzen Früchten größer ist als bei Säften, der ermöglicht halt, dass der Körper mal auch eine Ruhe bekommt von der ständigen Entgiftung, weil die Entgiftung ist ja sehr, sehr effektiv und sehr, sehr stark teilweise auch, wenn halt im Körper keine Widerstände herrschen, weil dann alles so stark fließt, dass alles sehr stark rausgetrieben wird vom Körper und um halt mal die Rückvergiftung und die Entgiftung ein bisschen zu regulieren, also ein bisschen runterzufahren, esse ich dann halt auch mal ganze Früchte noch. Wie gesagt, im Winter kann ich mir aber auch vorstellen, mal längere Zeit nur Säfte zu trinken. Deswegen, Früchte sind für mich, oder also ich sehe es halt nicht als Nahrungsmittel, also eigentlich auch schon, da kommen wir gleich noch zu weiteren Aufgaben von Zucker. Aber Früchte sind für mich Regulationsmittel und Reinigungsmittel. Also die Reinigung ist halt ein Faktor oder eine Form der Regulation. Die andere Form der Regulation ist halt die Stimulation, auch durch Früchte.
Die andere Form ist die Erdung, dass man halt so ein bisschen runterkommt, dass der Körper so ein bisschen stoppt und man halt so ein bisschen mehr Ruhe hat. Und die vierte oder vierte Regulationsmechanismus, Stimulation, Reinigung. Ah, ich muss kurz so Erdung. Reinigung ist Wasser. Stimulation ist Feuer. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Also ich hatte so ein Konzept spontan gemacht, die vier Elementen Ernährung. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das hier geschrieben hatte. Also da fehlt jetzt eine Aufgabe, fehlt jetzt. Ich hatte das sehr gut beschrieben und auch noch unterteilt in Sonne, Luft, ne? Welche Lebensmittel halt zu welchem Element sozusagen gehören, also zuzuordnen sind. Schade, dass ich das jetzt nicht finde. Also ich habe das, also die vier Elemente sind ja Luft, Wasser, Feuer, Erde und ich hatte, Erde ist halt die Erdung, das kann halt durch Früchte passieren, auch durch ganze Früchte, auch durch Bananen zum Beispiel, die sind halt nochmal dichter, dehydrieren dann aber auch ein bisschen, durch Salate, Wildkräuter und zur Not auch Nüsse und Saaten. Das ist so die Kategorie der vier Elemente Ernährung, die zur Erdung gehört. Das ist also dieser eine Regulationsmechanismus, der sinnvoll ist in dieser Welt. Der Reinigungsmechanismus sind halt Fruchtsäfte, Wasser und Früchte, deswegen ist das dem Element Wasser zugeordnet. Also habe ich jetzt für mich selber einfach so spontan gemacht. Dann die Stimulation habe ich jetzt dem, da war ich nicht sicher, ob ich Feuer oder Luft nehme. Feuer, Stimulation und Feuer hat eigentlich eher noch besser gepasst, weil man dadurch sozusagen Feuer unterm Hintern kriegt. Also bei Kaffee merkt man halt sehr stark, dass man Feuer unterm Hintern kriegt. Element Luft ist auf jeden Fall auch Früchte. Also wenn man Fruchtsäfte und Früchte am Vormittag isst, dann levitiert es im übertragenen Sinne. Das heißt, man ist sehr luftig und frei und beweglich und kann umherhüpfen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Unterschied jetzt war zu Stimulation oder Reinigung. Gab es auf jeden Fall, weiß ich jetzt aber nicht mehr, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind halt Früchte und auch Salate und Nüsse Regulationsmittel. In erster Linie sind halt für mich süße Baumfrüchte Nummer eins und ab und zu esse ich dann aber auch Tomaten, Gurken, Paprika, Kürbis und Salat auch mal. Ein Kopfsalat, so wenig mal. Wildkräuter sind mir zu nahrhaft, also zu viel Mineralstoffe, zu viel erdige Stoffe. Bananen, genau, Bananen auch manchmal noch. Fette eigentlich sehr, sehr selten. Das ist am nächsten, also wenn ich einen hohen Stoffwechsel habe, dann geht eine halbe Avocado mal, ein bis zweimal die Woche. Aber habe ich auch eigentlich nicht so ein Bedürfnis nach. Auf jeden Fall sind das halt Regulationsmittel, um auch einfach besser in dieser Welt klarzukommen. Das ist halt für mich in meinem Status noch sinnvoll. Und dafür nutze ich halt die Früchte. Also so sieht es halt momentan aus mit der Ernährung, dass ich halt ein bis zweimal am Tag was esse oder trinke. In erster Linie süße Baumfrüchte. Und es sind halt wirklich die ganze Woche über. Und auch zwischendurch mal halt einen Tag 24 Stunden lang halt nichts essen. Oder auch 24 Stunden lang Trockenfasten bis maximal 36 Stunden. Sonst ist es halt, dauert es zu lange, um wieder da rauszukommen und den Stoffwechsel wieder so weit anzupassen, wieder für einen selber halt bezüglich der Faktoren, die ich halt schon genannt hatte, der eigenen Vergiftung und der äußeren Vergiftung sinnvoll ist. Also dann kommt man halt nicht schnell genug halt wieder in diesen Stoffwechselstatus hoch, wenn das länger als 36 Stunden ist. Und das sieht halt momentan auch so aus, dass ich das halt zweimal, dass das halt zweimal die Woche auch passiert. Aber mindestens halt 16 Stunden Fasten. Und ich versuche auch zumindest, also es auf eine Mahlzeit zu beschränken. Aber wenn ich dann halt doch Bock habe, und besonders wenn ich halt Sport gemacht habe, habe ich dann auch öfters Bock, auch für den Kopf einfach noch was zu essen, um oder auch um sich halt noch ein bisschen
zu erden und so weiter, dann esse ich halt auch noch eine weitere halbe Melone als zweite Mahlzeit. Es kann auch mehr sein, es können auch, also bis zu 2 Melonen am Tag kann das auf jeden Fall alles sein, also bis zu 1200 Kalorien oder vielleicht sogar 1500 in Ausnahmefällen kann das halt wirklich sein, je nach Stoffwechsel. Also wenn der Stoffwechsel, also nach einem 36 Stunden Trockenfasten vertrage ich keine komplette Melone in einer Mahlzeit, das ist der Stoffwechsel dann zu niedrig. Aber wie gesagt, brauche ich so viel Zucker auch gar nicht auf einmal, deswegen ist das halt auch in Ordnung. Aber für die, die halt noch mehr brauchen, für dieses ist dann halt dieses Fasten auch noch nicht sinnvoll. Das ist dann halt besser, einen Tag dann halt mal mit Fruchtsäften nur zu fasten. Ich finde auch allgemein Fasten halt mit Fruchtsäften deswegen auch am sinnvollsten, weil man halt noch die Stimulation hat, die Reinigung, der Stoffwechsel halt sich nicht erniedrigt und Zucker hat auch noch den Sinn, dass es blutbildend ist. Also aus Zucker und Eisen kann sogar Protein gewonnen werden. Das kann man bei Arnold Ehret auch nachlesen. Der hat auch Experimente durchgeführt. Also Zucker ist wirklich stark blutbildend, deswegen ist es auch der beste Vitalstoff, also in Form von Früchten zumindest, um halt dem Körper neue Instrumente zu geben, um sich zu heilen, um sich zu reinigen, um sich zu reparieren und so weiter. Deswegen ist Zucker also das Wichtigste. Ja, aber ich genieße es halt wirklich sehr, auch mal halt nur Säfte zu trinken, auch wenn es zweimal am Tag sind. Öfters bin ich zu faul dafür. Und besonders jetzt auch in der Sommerzeit die Erdbeeren und die Kirschen, die deutschen, die ich vom Feld kriege und vom Wildkirschbaum hier, die sind einfach so gut, die esse ich dann auch sehr, 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 sehr gerne und die sind auch schnell wieder durchverdaut. Aber ich muss sagen, bei der Wassermelone, die esse ich schon, aber dann nur aus Faulheit, die schmeckt auch nicht optimal. Sogar die vom Aldi, die vergiftet mich sogar ein bisschen, das merke ich am nächsten Tag, also nichts Schlimmes oder so. Auch sogar wenn der Stoffwechsel hoch ist, dann merkt man dann noch weniger von, aber wenn ich halt Alternativen habe, dann suche ich mir halt lieber Alternativen, als das weiterhin zu essen und entsafte das halt lieber. Aber ich bin halt manchmal auch wirklich zu faul dafür. Die Äpfel entsafte ich auch lieber, außer zur Erdung esse ich das auch manchmal. Kiwis entsafte ich auch lieber. Die kriege ich momentan halt auch relativ günstig. Und manchmal, also wenn ich dann halt mal keine Süßfrüchte esse, das kommt jetzt eigentlich nur so ein bis zweimal die Woche vor, wenn ich dann halt so Kürbisnudeln mache, finde ich übrigens besser als Gurkennudeln, erdet auch mehr, sättigt mehr und passt auch von der Kombination besser als Melonenfrüchte. Also Gurke ist ja eine Melonenfrucht. Die kombiniert halt nicht so gut mit anderen Früchten, die nicht Melonenfrüchte sind. Oder halt mal Tomaten, Paprika oder eine Salsa aus Mango. Und Paprika. Ein bis zweimal die Woche mache ich das halt. Dann esse ich auch gerne sowas. Aber wie gesagt, Kiwi, Äpfel, Wassermelone, Orangen ist halt so, was ich momentan entsafte. Sehr gerne entsafte. Und ansonsten esse ich aber auch Mango gerade sehr gerne, wenn ich die im Angebot bekomme. Wenn nicht, dann kriege ich die zumindest trotzdem für 1 Euro für 500 Gramm. Das ist auch in Ordnung, weil ich dann halt nur 2 oder mal 3 esse. Also natürlich unterschiedlich, das ist sehr, sehr unterschiedlich, man muss sich immer im Moment anpassen. Also manchmal reichen mir wirklich 2 Mangos am Tag, wenn ich halt so 2 Mangos am Tag gegessen habe. Aber wenn ich halt wirklich nur wenig esse und einmal am Tag esse, dann ist ein Saft eigentlich optimaler. Das ist einfach effizienter, auch für den, damit der Darm auch mal eine Pause hat. Aber manchmal habe ich dann auch Bock, einfach 2 Mangos zu essen. Aber am nächsten Tag habe ich dann halt wieder mehr Hunger, dann esse ich halt als erste Mahlzeit eine halbe Wassermelone oder entsafte die halbe Wassermelone. Und als zweite Mahlzeit entsafte ich dann nochmal eine halbe Wassermelone oder esse eine halbe Wassermelone oder esse sogar eine ganze Wassermelone oder ein paar Äpfel. Oder mache halt wirklich einen ganzen Safttag wieder, aber dann halt mit deutlich mehr Zucker. Den Apfelsaft, den verdünne ich immer mit Gurke, weil er mir sonst viel zu süß ist und mich dann auch außer Balance bringt. Mehr als 2 bis 3 Mangos, die sind auch so süß, dass sie mich außer Balance bringen. Also es mir kommt auch wieder hier auf Stoffwechsel drauf an. Wenn der Stoffwechsel gut ist, dann merke ich das halt nicht so. Das ist dann trotzdem nicht optimal, aber man merkt das dann einfach nicht. Und dann kann man halt auch nichts dran machen, weil das dann halt einfach nötig ist in dieser
in dieser Welt sozusagen. Ja, ich habe hier schon sehr, sehr viel erzählt. Das waren wirklich sehr, sehr viele Informationen, finde ich, die ich alle erfahren habe, erst alle durch eigene Erfahrungen, teils durch Lesen halt erfahren habe, dass ich vor alles nicht wusste, was aber wirklich einem sehr, sehr stark weiterhelfen kann. Das waren wirklich jetzt sehr viele Informationen und ich denke schon, dass sie euch sehr stark weiterhelfen können. Deswegen wollte ich dieses